Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trainerkarriere im Pro Evo 2021. Schön, dass du wieder mit eingeschaltet hast zu dieser neuen und spannenden Folge. Heute geht's weiter mit Lothar Matthäus als Trainer bei Schalke 04. Es war, zumindest das Ende der letzten Folge war sehr erfolgreich mit einem 3:0, der Rest nicht. Also wir müssen mit Schalke wirklich uns von ganz unten nach oben kämpfen. Es ist halt eine richtige Karriere. Und da machen wir jetzt heute die weiteren Steps. Frankfurt schwer, die sind auf Tabellenplatz 6. Gladbach noch höher auf Tabellenplatz 3. Und dass die da oben uns definitiv schlagen können, das wissen wir. Wir haben ja schon gegen Dortmund und gegen FC Bayern gespielt. Also Revierderby Nummer 1 schon gelaufen. Gelaufen kann man es auch wirklich nennen. Also ja, wir schauen, wie es jetzt heute weiter geht. Und deswegen, Leute, bleibt dran. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Also, Schalke, wir müssen jetzt bitte gegen Frankfurt ordentlich spielen. Gladbach auch ein wichtiges Spiel. Die Thematik simulieren, nicht simulieren. Bei den Spielen definitiv nicht simulieren. Die sind für uns ganz relevant und prestigeträchtige Spiele gegen Mannschaften, die so weit oben in der Tabelle sind. Und wir können hier zum Beispiel gegen Frankfurt, wenn wir da jetzt dieses Spiel auswärts gewinnen, an denen vorbeiziehen. Oh ja, immerhin in der Startelf alle eine ganz gute Form, außer ja in der Innenverteidigung. Aber das klappt. Nur auf der Ausdrucksbank müssen wir mal was wechseln. Willkommen in Frankfurt und zum Support blenden wir uns natürlich auch nochmal das Logo von Schalke 04 ein und dann geht's jetzt hier los. Ja, los. Ja, Karius, eher so gute Parade. Die haben das ziemlich ernst genommen mit, jetzt geht's los. Die wollen auch gar nicht aufhören, oder? Also, wir sind hier nur am Verteidigen, die ersten Minuten hier im Spiel. Frankfurt ist unglaublich gut. Aber wir spielen uns auch gut rein und raus. 20. Spielminute, erste Chance für Schalke. 1:0. Matilda ist der Torschütze, der Neuzugang. Auch nur ausgeliehen. Alle Spieler, die wir neu geholt haben, nur ausgeliehen. Wir haben ja gar kein Geld. Zwar mit Kaufoption, aber die können wir höchstwahrscheinlich zum Ende auch nicht ziehen. Da müssen wir erst wirklich viel Geld verdienen in dieser Saison. Das ist ganz wichtig. Und dafür, wir müssen natürlich auch dementsprechend die Ergebnisse einfahren, um uns dann für die nächste Saison noch besser aufzustellen. Oh, oh, Matilda, Matilda! Schade. Oh, Matilda läuft sich in dem Spiel richtig gut frei. Vielleicht kann er mal in den Rückraum passen. Das klappt nicht. Also das 1:0 beflügelt uns schon ein bisschen, aber Frankfurt macht weiter trotzdem noch Stress. Das muss es eigentlich sein. Das muss es doch sein. Es ist nicht das 2:0. Halbzeit, wir führen haarscharf und knapp mit einem Tor. 10 Minuten noch. Also es könnte wirklich sein, dass wir hier einen Punkt mit nach Gelsenkirchen nehmen. Das wäre richtig cool. Oh, so schön gespielt. Und ich glaube, ich habe gerade auch nur gesagt, einen Punkt mitnehmen. Nein, natürlich Quatsch. Wir wollen den Sieg mitnehmen. Und deswegen machen wir nochmal dieses Tor zur Sicherung. Ich glaube, in der 88. Spielminute ist damit ja die Vorentscheidung auf jeden Fall gefallen. Also bei unserer Spielleistung lieber eher von der Vorentscheidung als von der Entscheidung sprechen. Spiel vorbei, 2:0. Yes! Damit haben wir zwei gute Spiele hintereinander, wobei, also gegen Wolfsburg war es auf jeden Fall deutlich leichter. Frankfurt hat es da schwer gemacht, aber mal zwei Spiele hintereinander, wo die Verteidigung stand. Wobei man muss eher Karius loben. Oh, Alter, 60% Ballbesitz sogar. Ja, nicht schlecht. Also wir haben wirklich gut Konterchancen gespielt. Das war schon Spieltag Nummer 12 und damit ziehen wir auf Platz 5 und kommen dem Ziel, was wir mit dem Vorstand und so erarbeitet haben, immer näher. Und das ist für Schalke, also wenn die das so in echt hinbekommen sollten, schon ein richtiger Erfolg. Ja, dann geht's los gegen Gladbach. Das Spiel gegen Mainz ist dann auf jeden Fall ein Simulationsfall gegen den Karnevalsverein. Ich hoffe, das macht unsere Mannschaft dann so. Ich drücke
Auf jeden Fall fest die Daumen. Aber jetzt gegen Gladbach. Also Konzentration, Platz 3. Wenn wir hier weiter gewinnen, das wäre einfach richtig gut, wäre das. Oh, das ist perfekt. Ja, wir starten einfach so rein. Jetzt ganz schnell ins Spiel. Nicht, dass uns irgendwas noch dazwischen funkt. Angepfiffen. Auf geht's hier in Gelsenkirchen. Ein Heimspiel. Ja, also wenn wir so spielen wie gegen Wolfsburg, dann können wir hier ein wirklich gutes Heimspiel draus machen. Oh, ja, so langsam die Mannschaft hat sich auch eingespielt, auch wenn das jetzt hier nicht ins Tor gegangen ist. Läuft schon deutlich besser. Karius, nochmal nachsetzen, Pfosten hilft, Glück gehabt. Ich brauche noch ein bisschen mehr Glück. Ja, genau, das habe ich gebraucht. Oh ja. Gute Konterchance, Mateta. Wird geschubst. Oh yes. Oh no. Schön den Ball erkämpft. Schön gespielt und schlecht abgeschlossen. 0-0. Zur Halbzeit bei diesem ausgeglichenen Spiel auf Schalke. Viel zu viele Schüsse sogar. Ballbesitz auch fast ausgeglichen. Also es ist nicht nur von der Statistik, sondern es hat sich auch genauso ausgeglichen angefühlt. Ja, trotzdem erste Chance im zweiten Durchgang und das macht dann Gladbach. Ärgerlich. Also das ist richtig scheiße. Player 1-0. Jetzt laufen wir einem Rückstand hinterher. Schuss! Oh, wieso haben die einen Torwart? Hallo, ich möchte auch ein Tor. Fallrückzieher. Oh mein Gott, wenn der reingegangen wäre, hätten wir tausendmal angucken können. Aber die Wiederholung geben wir trotzdem nochmal. Harry läuft da raus und ey, wenn er drin ist. Hat auch gar nicht so viel gefehlt. Vielleicht einen Meter oder so drüber. Okay, jetzt schalte ich nochmal auf ganz Offensive. 10 Minuten haben wir noch im Spiel. Oh, ich erobere mir selber nochmal den Ball. Ich hoffe, es ist kein Abseits. Oh mein Gott, ich schieße auch daneben und es ist Abseits. Ist das schlecht. Oh, nee. Ja, Gladbach wirft es auch gerade alles hinten rein. Wir alles nach vorne. Also es ist unglaublich, wie viele Leute hier jetzt gerade mit dabei sind und ja, die blocken halt alles. Abgepfiffen, 1-0, Niederlage. Das ist schade, das Spiel hätten wir würdig gewinnen können. Und dass wir jetzt 1-0 verlieren, das ist sehr unglücklich. Ja, damit wieder Platz 8, aber auch Platz 8 ist immer noch was ziemlich Gutes für Schalke. Und wir haben ja auch nicht schlecht gespielt, das macht uns Mut für die nächsten Spiele. Jetzt Spieltag 14 gegen Mainz. Einmal beten und Daumen drücken. Gleichzeitig am besten. Und die Unentschieden-Könige. Das gibt's doch nicht. 0-0 gegen Mainz 05. Trotzdem Tabellenplatz 8. Sicher ist es nicht, aber bleibt trotzdem erstmal dabei. 1,5 Wochen Pause. Jetzt gegen Leverkusen. Das spielen wir auch nochmal selber. Auch das Spiel gegen Leverkusen ist heim. Bitte diesmal ja nicht unbedingt besser spielen. Also das war ja schon gut, aber die Tore, die müssen jetzt fallen. Oh ja, Draxler ist schön frei, kann einnetzen, 1-0. Schalke, erste Chance im Spiel, in der 18. Spielminute. Der dreht richtig auf, der schießt viele Tore, linkes Mittelfeldspieler ja nur, natürlich aber in einer offensiven Variante, ist klar. Und Mateta, also unglaublich schön gesehen, da in freien Raum auch reingelaufen und dann der Abschluss, der muss dann natürlich auch stehen. Halbzeit 1-0, reingerettet, kann man schon fast so sagen. Auch wenn wir immer wieder ein bisschen Platz haben, Leverkusen versucht offensiven Fußball zu spielen, das macht auf jeden Fall Spaß. An sich, aber ist auch verdammt gefährlich. Oh!
ist ein geiles Tor. Arida aus der Distanzvorlage. Draxler. Schön reingeschlänzt um die Spieler drumherum. Ich würde schon fast sagen, Traumtor 1, was man sich definitiv nochmal anschauen kann. So viele Spieler im Strafraum. Der Torwart hat natürlich auch eine schlechte Sicht dadurch. Und dann fliegt der Ball ins Netz. Ast rein. Also hier nochmal eine Wiederholung aus der Sicht ungefähr des Torhüters. Man sieht den schlecht, sehr spät den Ball. Und dann ist er drin. So einfach geht's. Oh, das ist so schön. Und das ist so ein schlechter Schuss. Oh, diese Kombination, das ist Ast rein und wieder Harry 3-0. Die Entscheidung im Spiel fällt hier in der 75. Minute. Diesmal sage ich es wirklich. Ich glaube, also das. So soll es auch sein, aber so ist die Taktik ja auch ausgelegt. Ne? Auf Mannschaften bei Gelsenkirchen dachte ich mir so, ja, sie sind eher unterlegen oder nicht der Favorit, sagen wir es so, in den Spielen. Und dann gehe ich halt mit einer Ausrichtung rein, die total aufs Kontern geht, und Leverkusen will halt offensiv spielen. Das gefällt mir, dass sie das wollen. Und dann finde ich halt die Lücken. Oh ja, Mateta, vielleicht hat der auch nochmal Glück, wird ordentlich gehalten. Also das ist eigentlich auch schon sehr grenzwertig zum Foulspiel, würde ich sagen. Also das ist mehr gegen den Mann als alles andere. Karius verhindert den Anschlusstreffer. Ist das das 4-0? Höchster Sieg, wenn es so ausgehen sollte. Und die Nachspielzeit ist eigentlich schon vorbei. Sogar ein Auswechselspieler trifft hier noch. Das ist was Gutes für die Tordifferenz. Die dürfen wir natürlich auch nie außer Acht lassen. Das ist bis jetzt die beste Folge von den Ergebnissen her. Wenn jetzt hier noch gegen Mainz das vernünftig gelaufen wäre. Aber naja, man kann nicht alles haben. Vor allem ganz großes Lob an Karius und die Abwehrabteilung da hinten. Jetzt ist abgepfiffen. 4-0 gewinnen wir. Das nehme ich so. Boah, das war schon Spieltag 15. Also es geht richtig voran. Und jetzt Tabellenplatz 6. Damit haben wir Leverkusen auch jetzt tatsächlich überholt, sind aber punktgleich mit denen. Aber ja, vor allen Dingen für den Tabellenplatz haben wir echt eine gute Tordifferenz. 20 Tore geschossen in der 15 Spielen. Das ist, ah, geht so. Geht eigentlich auch mehr, muss man ganz ehrlich sagen. Aber nur 10 Tore reingelassen, das ist eine gute Statistik. Also ich würde lieben gerne das Spiel gegen Berlin jetzt auch noch simulieren, aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst. Schauen wir mal, wie wir es in der nächsten Folge machen. Nächste Folge, gutes Stichwort. Ich bedanke mich jetzt auf jeden Fall an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ihr wisst ja, jeden Tag neue Folge, 16.30 Uhr. Außerdem 14.30 Uhr immer eine neue Folge der Spielerkarriere. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, lasst noch mal eine Bewerbung da, schreibt gerne eine Kritik in die Kommentare, was kann ich besser machen. Ihr könnt aktiv mitwirken an dieser Karriere. Und dann bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Und Leute, haut rein. Ciao.